Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich muss leider zugeben, dass ich gerade eben ein wenig Mist gemacht habe und für eine Folge, die ich gerade aufgenommen habe, ja leider nicht sehen können. Also die wäre nur als Podcast möglich, weil das wäre nur ein Hörvideo. Da gab es nämlich keine Bewegtbilder dazu. Ich habe nur den Ton und schwarzen Bildschirm, da man dieses Spiel halt nicht üblicherweise über ein Spielfenster abgreift, sondern über eine Bildschirmaufnahme, und ich habe das nicht kontrolliert, ob denn auch wirklich das Bild beim OBS vorhanden ist, wenn man es aufnimmt. Dann muss ich euch einen kurzen Abriss geben. Wir haben ein wenig in der Folge, wir fangen mal hier an und sagen wir hier, das Angebot nehmen wir mal an und dann bezahlen wir das schon mal. Wir haben uns hier ein wenig neue User beschafft durch eine Marketingkampagne, die 3 Tage ging, was uns von, glaube ich, 550.000 auf ja, fast 700.000 brachte. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, unser Server ist auch noch relativ gut unterwegs. Da müssen wir, denke ich mal, beim Marketing nochmal dran. Wir haben des Weiteren ein wenig die Teilenfunktion fortgebildet. Das können wir jetzt auch nochmal machen. Da haben wir nämlich einige Möglichkeiten, da nochmal ein paar Leute ranzuholen. Das bringt dann nochmal ja, ein paar tausend Leute. Dann sind wir hier schon bei 800 und da können wir wieder eine Marketingkampagne, eine größere starten. Und ich habe bei diesem Feature hier noch ein wenig die... kann ich wieder was reinbuttern hier? Muss ich bald ein bisschen mehr Backend-Komponenten machen. Aber dadurch geht denn hier bei dem Grafiker erstmal ein bisschen der Lagerbestand runter, aber es ist ja alles so, das ist ja fürchterlich. Gut, da schaffen wir hier ein bisschen Effizienz, jetzt kostet schon die nächste Stufe 16, bei 50% sind wir. Ich denke mal, das ist ganz sinnvoll, wenn wir das vielleicht bei den anderen auch mal mit so durchziehen, damit wir hier die Last vom Server kriegen. Aber momentan sieht man ja hier eine Gesamtstatistik, gut, jetzt sieht man es hier gerade nicht mehr, weil ich das gerade geändert habe, weil ich da drauf geklickt habe. Gut, okay. Aber das hält sich alles noch im Rahmen. Gut, dann haben wir eingestellt, und zwar haben wir hier noch die restlichen Kandidaten davon. Wir haben eingestellt einen neuen Vermarkter, damit das vom gesamten Marketing-Volumen, was wir machen wollen, möglich ist überhaupt. Und wir haben eingestellt einen Manager. Dieser Manager befindet sich jetzt momentan im Training und ich habe erstmal gedacht, ach komm, probierst du es hier mal bei den Marketingleuten und habe dann festgestellt, dass ich dann wirklich eine Produktion einstellen kann. Und das ist ja das, was ich dann so gesagt habe, das ist ja toll, da muss ich mich wirklich nicht mehr drum kümmern. Dann sage ich einfach, dass dieses im Verhältnis 2:1:1 hier produzieren sollen und ich nehme einfach immer dann, wenn ich es brauche, ein paar raus und werde dann dafür 3 Leute dort einstellen. Klar, logisch, von dem Zeitmanagement her, das muss alles der Manager machen und der Manager gibt natürlich auch noch einen kleinen Bonus auf die Geschwindigkeit. Momentan hat er selber eine Geschwindigkeit von 124% und wenn man jetzt hier mal bei den Kernen hier reinguckt und die Statistik guckt, dann sieht man hier erstmal 7 Stunden Arbeitsplatz würde nur 5% bringen, aber er kriegt einen Managerbonus von 41%. Das heißt, so viel Prozent, wie der Manager hat, wird durch die Leute geteilt, die er beaufsichtigen soll. Und ich glaube, er kann maximal 3 von 3 beaufsichtigen, also er kann 3 Mann quasi jetzt pushen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich denke mal, wenn man den fortbildet und zum Experten macht, dann kann der auch mehr Leute beaufsichtigen und könnte man denen wirklich so eine Abteilung geben, wo er dann mal die ganzen Entwickler hier durchguckt. Da müssen wir sowieso mal gucken, warum wir da noch so viele Anfänger haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich die eigentlich alle... Achso, den habe ich gar nicht fortgebildet. Das ist bloß das Problem. Ich habe die alle gar nicht fortgebildet, aber die machen sowieso die Dinge hier. Das ist okay, so der macht Backend, die macht UI-Komponenten, Netzwerk, ja, Backend-Komponenten müssen wir dann mal wieder ein paar machen. So, und ihr macht SMTP-Komponenten, ja, da müssen wir nämlich auch ein paar wieder auf Lager legen. Gut, das zu dem, wie es jetzt momentan läuft. Ich bin ganz zufrieden eigentlich damit, also mit dem Manager, da habe ich mir auch so ein paar Trennwände gemacht, damit sich das ein bisschen abzeichnet. Und ich glaube, ich stelle den einfach mal das Ding, stelle ich den einfach mal mit rein. Passt das da noch rein? Hier, ja, warte mal. Ich könnte die Tische auch ein bisschen anders, aber da stehen, die Tische ein bisschen anders organisieren, dass er nicht hier gegen die Wand guckt die ganze Zeit, der Junge. Guck mal her.
Rotate mal. So. Rotate mal. Lass den Gang ruhig da drin. Und dann rückst du das da ran. Und du auch. Und dann kann ich das hier hinten. Nee, kann ich das nicht hier hinten. So, kann ich das hier dahinter stellen. Guckt der da hin und die sitzen ein bisschen näher beieinander. Und dann sieht man, dass das so eine Abteilung sein soll hier. Das ist doch schon mal nicht schlecht. So, und du wartest hier darauf, dass ich dir sage, dass das ein nicht so gutes Angebot ist. Gut. Ja, wir sind, glaube ich, 7 Tage haben wir verloren. Also von dem Ganzen, das ärgert mich tierisch. Nicht nur wegen der Zeit, die darauf hier drauf ging, um Schrott zu produzieren, sondern dass ich natürlich auch den Prozessen der Zeit nicht mitgekriegt habe und dass die Gedankenspiele, die ich eventuell hatte, euch vielleicht jetzt fehlen, aber naja, so wild ist das ja immer nicht. Also so viel denke ich ja nicht nach beim Spielen. Also von daher können wir jetzt hier beim Feature nochmal vielleicht eventuell beim Bezahlsystem, nee, beim zweiten hier nochmal, genau, nochmal 2 Level hinzuziehen. Und dann sind wir hier auch schon bei über 300. Level 30 sind wir hier, okay. So, du wartest darauf, dass ich dir sage, dass das Angebot fast ein gutes ist. Auch wenn ich diese komischen Dings da brauche, aber na gut, Geld brauchen wir auch nicht. Gut, wie weit bist du hier mit deinem Training? Gut, die anderen beiden sind auf 250% und da müssen wir dann auch hinkommen. Gut, er hält das jetzt hier auf Gleichstand, okay? Ich hätte jetzt gedacht, dass er das auch wirklich auf das Verhältnis mit berücksichtigt. Aber wir werden jetzt natürlich, was ist hier los? Hohe Dringlichkeit, 15.000 können wir da verdienen. Machen wir noch glatt. So, die werden wir natürlich jetzt investieren ins Marketing für unsere Webseite, weil wir können ja jetzt hier durchaus 2 Tage erstmal werben. Und uns neue Nutzer schaffen, weil die können wir ja gut gebrauchen. Ich will ja die Millionen, will ich irgendwann mal erreichen, aber das sieht man schon, also wenn die wirklich richtig bewerben, dann geht die Server das gut hoch. 900.000 können wir schon, sehr gut. Ja, die Million ist erstmal ein Ziel, weil, wenn man jetzt mal bei den Mitbewerbern guckt, wenn wir mal reingucken hier, sieht man, also Daily Movement, das ist aber kein direkter, das ist glaube ich eine Einkaufsplattform. Ne, was ist das? Video? Ja. Hat 2 Millionen. Ja, gut, wir müssen halt die 4 Millionen irgendwie überspringen, dass wir Punchbox mal überholen. Aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Matilda Montgomery hat sich krank gemeldet. Wer ist denn Matilda Montgomery? Programmiererin? Achso, mach doch mal hier Zeitmaschine an, Mensch. So, ja. Programmiererin, da vorne die. Die macht auch noch die. Weiß ich nicht, was die macht. So, du machst hier noch, da haben wir schon wieder 98 drinnen, 99, du machst die 100. Dann machst du jetzt erstmal die hier. So. Du wartest drauf, dass ich dir sage, dass das Angebot unter aller Sau ist. Ja, jetzt sind die natürlich dabei, ne, weil Copywriting habe ich jetzt mehr aus dem Lager rausgenommen, als ich eigentlich raus oder habe und deswegen, oder beziehungsweise den Lagerbestand quasi so verschoben, dass die jetzt. Also das ist gut, dass der Manager, das funktioniert gut. Gehen wir mal ordentlich trainieren und dann, dass die Abteilung gut funktioniert und dann werden wir dann eine Entwicklerabteilung aufmachen. Wo ich dann, ich glaube, den Manager dann einfach rübernehme und dann da noch einen neuen wieder einstelle. Neue Gegenstände freigeschaltet, wir sind Stufe 12. Oh, sehr schön. Ja, auf Angebot antworten. Nein, danke und weiter geht's. Wir sind Level 12. Und haben damit jetzt so ein großes Bücherregal. So, was hast du jetzt hier? Schön gering? Nein, natürlich nicht. So, und dann macht er schon wieder Textformate. Ist da schon wieder so viel im Lager? Kann ich beim Marketing schon wieder eigentlich? Das sehe ich gerade nicht. Doch, hier unten, ja, 14, 15, 14. Okay. Wird man theoretisch wieder einen Tag Marketing hinten dran hängen. Wenn das mit 3 Mann gemacht wird, ich glaube, die dann einigermaßen was haben, dann können wir, glaube ich, dauerhaft Werbung schalten. Beziehungsweise vielleicht auch noch bessere Werbung dann machen, wenn es denn sein muss. So, mittlere Dringlichkeit. Ja, hier für 800 mal immer so einen Pinsel verkaufen. Den können wir ruhig verkaufen. Den haben wir hier noch von. Also die Grafiktante, die macht das ja hier doch sehr, sehr effektiv. So. Ja, das sind eigentlich so unsere Sonderlinge hier. Warte mal, die werde ich auch noch mal umsortieren. So, dann werde ich dich da ran.
Jo, nee. Warte, auf Antwort war. Oh, hohe Dringlichkeit. 12.000, okay. Machen wir. So, dann werden wir dich mal da mit ransetzen. So. Das sind unsere Sonderlinge hier. Das ist die Einzelkämpferabteilung. Und die Entwickler werden wir natürlich dann dementsprechend nochmal zusammenfassen. Also da brauchen wir hier einen Manager, einen zweiten Manager noch. Und dann könnte man sich überlegen, was man da mal einstellt für. Die Frage ist, wenn der hier durch ist mit dem Training und wir den erweitert haben, mittlere Dringlichkeit. Hoppala, das ist aber jede Menge. Ah, da ist die dabei. Das will ich eigentlich nicht unbedingt verkaufen. Also nur, wenn das wirklich eine hohe Dringlichkeit ist, dass es so richtig viel Geld bringt. Plönker macht es schon wieder. Also die ist aber auch schnell, ne? Ja, hier, die Dinger, davon haben wir so viel. Dann weg damit. So. Zeitmaschine starten. Und schon aber den nächsten Tag. Und wir sind wieder bei einer Dreiviertelmillion, sagen wir mal, auf der hohen Kante. Das ist schon mal eigentlich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie denn das nächste größere kostenlose Kranken, naja, noch nicht. Gebäude, großes Büro auf 50 Arbeitsplätze. Auf einer Etage kostet aber 22.000. Na, da bin ich noch nicht dafür. Ich denke mal, das können wir dann machen, wenn wir jetzt vielleicht eventuell mit dem Mitarbeiterstamm es schaffen, in die Gewinnzone zu kommen. Gucken wir doch mal. Transaktionen 6.900. Ist nicht mehr weit ab. Also bei einer Million Leuten werden wir dort schon sein. Nein. Werden wir dort schon sein, wo wir hinwollen. Aber ich denke mal, da müssen wir vorher hier mit ihm nochmal. Oh Gott. Apropos. Hier müssen wir mal kurz umswitchen, dass er ein bisschen was anderes produziert. So, du wartest auf eine Antwort. Natürlich. Gerne doch gering. Nein, wollen wir nicht. So, wir brauchen Backend-Komponenten ohne Ende, sehe ich gerade. Das läuft gerade ein bisschen gen Null. Dann macht denn die UI-Komponenten-Erstellerin erstmal nichts weiter und dann machen die Backend-Komponenten wieder. Wenn die denn nichts zu tun hat mehr. Und theoretisch müsste ich den eigentlich mal noch, glaube ich, weiterentwickeln, ne? Damit er weiter trainieren kann. So, du bist untätig. Machen wir das hier. So lange wie du kannst. So. Und John Heinz hier, da haben wir. Nein. Verwaltet drei Mitarbeiter, ja. Oh, das ist bald fertig mit dem Training. Alles klar. Aber bis 250 will ich es auch durchtrainiert haben. Nein. So, Backend-Module, eben Schnittstellen-Module. API-Module, was brauche ich denn eigentlich dafür unser. Achso, ich sehe das da nochmal. Nein. So. Hosting. Features. Feature Nummer 2. Da können wir jetzt 1, 2, 3, 4 weitere Level dazu holen. 5. Gerade fertig geworden. Damit sind wir bei 900.000, die wir dann haben könnten. Beim Marketing können wir jetzt wieder 2 Tage Marketing machen. 3 Tage geht nicht, 2 Tage geht. So. Nein. So, Zeitmaschine starten. Gut. Wenn wir, also die Frage ist, erstens, wie weit kann ich das da ausreizen, das Feature? Und zweitens, das nächste Feature, wie weit kann ich damit. Na, dann müssen wir mal gucken. So. Nein, mittlere Dringlichkeit nicht. 408%. So, du bist untätig. Dann müssen wir dich mal fortbilden. Bestätigen. Und da müssen wir dir natürlich erstmal das. Habe ich das Training schon wieder angemacht? Ja. Müssen wir natürlich bestätigen, was du so zum machen darfst und kannst. Videoformat, Audioformat, Auftrag erstellt vom Vermarkter. Orbite Komponente erfordert hohes Mitarbeiterlevel. Aha. So, keine Ahnung, ob man da Auftragswerbesachen dann machen kann. Mittlere Dringlichkeit, abgelehnt. So. Gut. Zeitmaschine starten und wir gehen immer weiter mit den New Usern.
4700. Blanche Robertson. Wer ist Blanche Robertson? Eine Entwicklerin für Backend-Komponenten. Na toll. So, dann gucken wir doch nochmal. Wie sieht es denn aus? 240, 330, sagen wir mal 5000, sagen wir 7700. Na, ist knapp, knapp drunter. Nein, ich brauche ja bloß bei der Summe gucken. Ne? Wir sind gekommen von 26,5 und enden bei 26,3. Also sind 200 im Minus momentan. Also das sollte sich hohe Dringlichkeit, aber das haben wir nicht auf Lager. Warten wir mal, die sucht aber auch mal Aufträge raus. Die sind echt... echt doof, ne? So. Na, so, was hat sie denn jetzt hier? Geringe Dringlichkeit. So, generell ist er bei 214 Geschwindigkeit. 217 ist antrainiert. Kein Manager-Bonus. Achso, der Manager-Bonus ist gerade nicht da. Zeitmaschine starten. Ja, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man vielleicht eventuell den Personalchef irgendwann einstellt, der dann, dass wir die Arbeitszeiten aufeinander abstimmen, ne? Dass dann alle zur gleichen Zeit da sind. Nein. So. Kann ja gerade keinen von den Leuten abdienen, damit wir da irgendwas machen können. Eine Backend-Komponente, Netzwerk, aber geringe Dringlichkeit. Nein, das fällt raus. 4900, hier müssen wir, also heute müssen wir, also wieder eine Krankengeld, Mabel. Transaktionen, heute müssten wir leicht im Plus sogar rausgekommen sein. 300, 390, nein, um 3 Dollar noch unterm Plus. Alles klar. Ja, wenn ich jetzt den nächsten hier wieder aufwerte wegen Training oder sowas, dann mit der Dringlichkeit, nein. Um 30 Euro, das kriegen wir auch hin. Aber sie ist hier schon ganz schön tilt, also ich glaube, sie brauchen wieder einen Urlaub. Das ist nicht gut, wenn sie da so bei Hilda Crawford. Oh, Bedürfnisbonus, ja, Stimmungseinschränkung minus 50% schon. E-Mail-Module macht sie. Davon haben wir 23, das geht eigentlich. Die kann ich ja nicht mal 3 Tage nach Hause schicken. Machen wir 3 Tage Urlaub. So. Damit sie sich wieder besser fühlt. Gut. Und du wartest hier noch wieder auf eine hohe Dringlichkeit 11.000. Den Auftrag den nehmen wir an. Für hohe Dringlichkeit verkaufe ich mal was. Gut. 4.964 gab es jetzt. Das wird auch nicht ausgereicht haben. Aber macht nichts. So, wie weit bist du hier im Training? Bei 200 und ein bisschen. Nein, die können wir ja gleich hochtrainieren bis zum Anschlag. Hohe Dringlichkeit, da ist ein Ding dabei, naja gut, egal, aber 15.000, das ist natürlich schon ein guter Verdienst, ne? Zack. Da ist dann die nächste Marketingkampagne schon wieder gesichert, würde ich sagen. Apropos Marketing, wie sieht's aus? Da können wir nochmal Marketing. Können wir 2 Tage machen, wir können schon wieder 2 Tage machen, zack. Ab geht's. So. So, der Manager. Achso, den können wir ja jetzt hier mal, den können wir fortbilden. Bestätigen. Trainiere weiter. So, jetzt kann er nämlich 5 Mitarbeiter. Das ist nämlich genau das, was ich da erwartet habe, dass er dann mehr kann. So, wenn er jetzt 5 Mitarbeiter kann, dann könnten wir ihn eigentlich schon mal 1, 2, 3, 4, 5, sagen wir 6 von. Da könnten wir ihm die 4 anvertrauen und wir stellen hier, also hier machen wir eine 4er-Gruppe, 5er Bürogruppe so. Zack, 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 zack. Bauen wir hier zusammen. Und werden dann den Manager quasi darüber ziehen und hier einen neuen einstellen für die paar Hansels hier, weil der beschleunigt die ja schon doch sehr gut und ja. Was möchtest du denn alles verkaufen? Ja, 15.000, ja. Das ist ein guter Preis. So. Wie viel kann ich denn noch einstellen eigentlich? Wie viel habe ich denn da noch Platz? Ich brauche noch mindestens 2 Manager. Und vielleicht einen Perso-Heini. Oh, 2 Manager würden nicht ausgehen. Na gut. So, dann wollen wir da mal anfangen mit. Dann wollen wir da mal hier. Dann stellen wir mal du. Kommst erstmal da raus. Stellst dich erstmal da ein.
So, kommst da raus. Ich setze erstmal dahin. Kommst da raus. Die Ecke wird jetzt umgebaut. So, du kommst hier hin. So, der Wasserspender geht dann hier in die Mitte. Du kommst da daneben. Du kommst da davor. Und du kommst da davor. Und der leere Arbeitsplatz. Was ist denn das hier wieder? Nachts darf ich auch keine Tische. Ne, ist ja auch Stunde Nachtruhe. Wollen wir natürlich nicht. Der leere Arbeitsplatz kommt hier so davor. Das wird dann der Manager. Der zieht denn da rüber und macht dann die vier Leute hier frisch. So, und dann gucken wir mal, wie wir unsere Upsala Entwickler denn hier. Unsere Entwicklercrew durchorganisiert kriegen. Mensch, andere Maustaste. So, einen Platz lassen. So, und dann kommt hier davor noch der letzte Arbeitsplatz. Da der Manager, der guckt dann von dem Stuhl dann auf den Stuhl. Und wenn er dann da genug trainiert hat, dann geht er auf den Stuhl. So, wir brauchen einen neuen Manager. So, erstmal brauchen wir hier erstmal eine Entscheidung und die haben wir leicht getroffen. Gut. Wir sind bei 973.000 Usern. Gut, die Millionen halten wir uns für die nächste Folge offen. Wir haben jetzt so kurz umgeräumt im Labor, in unserem Umfeld. Wir könnten den Forscher eigentlich rausschmeißen und da vielleicht den Personal dafür einstellen. Denn Forschung brauche ich nur wirklich gerade nicht und da kann ich immer mal einen neuen nehmen. Die Grafiktante da, ja, die brauchen wir ab und zu. Gut, alles klar. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich freuen und ich habe diese Folge sogar mit Bewegtbildern. Ich bin begeistert. Tschüss.